Liebe VfL-Fans, ein herzliches Hallo hier aus der R. Tempe Kaffeelounge an der Bremer Brücke. Wir sitzen hier zum Neuzugang-Interview mit Başkim Aydini. Başi, schön, und dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank erstmal dafür. Sehr gerne und danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Klassisches Neuzugang-Interview können wir jetzt nicht sagen, weil du bist ja nun schon einige Jahre beim VfL. Ich hoffe trotzdem, dass wir heute so einiges noch aus dir rausbekommen, was vielleicht der ein oder andere VfL-Fan noch nicht von dir weiß. Deswegen jetzt erstmal vielleicht zum Einstieg die Frage, wie geht's dir nach dem Auswärtssieg jetzt in Wiesbaden? Wie war die Trainingswoche? Ja, wie fühlst du dich aktuell? Ja, nach einem Sieg geht's einem natürlich immer sehr, sehr gut. Die Stimmung ist insgesamt auch sehr gut bei uns zurzeit, auch in der Trainingswoche gewesen. Und ja, so nach dem Motto, nichts ersetzt Siege, ne? Absolut. Wo habt ihr die Schwerpunkte gelegt jetzt im Training diese Woche? Ja, ich glaube, wir mussten diese Woche, weil wir auch die Wochen davor wirklich einen sehr, sehr hohen Tonus gefahren sind, auch so ein bisschen anpassen, glaube ich. Wir haben auch ein paar Krankheitsfälle dann in der Mannschaft gehabt. Ich glaube, dass das Trainerteam und Funktionsteam da ein Hauptaugenmerk drauf gelegt hat, dass wir diese Woche doch schon ein paar Reize setzen können, was athletisch dann auch angeht, aber natürlich nicht im Vergleich zu den letzten Wochen, sodass das Niveau natürlich dann auch irgendwo gehalten wird, aber wir uns dann nicht der eine oder andere noch wegbricht oder so. Ne? Also nicht überfordert quasi dann im Training überreizt wird, ja, okay. Und jetzt steht ja das Spiel, Heimspiel gegen Fürth an am Sonntag. Ja, was erwartest du für ein Spiel und was nehmt ihr euch vor? Ja, ich glaube, das wird ein anderes Spiel als gegen Wiesbaden, auch von der Herangehensweise. Ich glaube, Fürth ist eine Mannschaft, die eine sehr gute Hinrunde gespielt hat. Ich glaube auch, dass sie intern, ich weiß gar nicht, ob sie es auch nach außen getragen haben, ich glaube, dass sie intern schon irgendwie geliebäugelt haben, weiter oben in der Tabelle dann auch mitzuspielen. Sind dann, glaube ich, aus der Pause dann nicht so gut rausgekommen mit nicht so viel Punkteausbeute. Dementsprechend eine Mannschaft, die, glaube ich, irgendwo im gefestigten Mittelfeld steht, wo man aber auch seit Jahren dann auch ähnliche Namen dann auch oder die gleichen Namen dann irgendwo liest mit so jemanden wie Hrgota oder Green. Ich glaube, da kommt ein Gegner auf uns zu, die irgendwo nicht genau wissen, wohin die Reise noch geht in dieser Saison, was vielleicht für unsere Situation dann auch mehr Chance ist. Und ja, wir dann schon auch klar zeigen müssen oder zeigen sollten am Sonntag, was wir hier für Tugenden an den Tag legen und dass wir möglichst erfolgreich dann spielen. Inwieweit spielt diese deutliche Niederlage auch aus der Hinrunde da noch eine Rolle, dass man da auch eine deutliche Revanche vielleicht zeigen will? Das kann ich gar nicht so gut beurteilen, weil ich im Hinspiel leider verletzt war und ausgefallen bin. Aber ja, gut, da kann man natürlich dann auch nochmal Motivation rausziehen. Dann drücken wir euch auf jeden Fall für kommenden Sonntag die Daumen. Aber das soll heute natürlich auch nicht das Hauptthema sein, die aktuelle Situation, sondern wir wollen auch über dich sprechen, über deinen Werdegang, über deinen fußballerischen und persönlichen Werdegang vielleicht auch ein Stück weit. Du bist ja, kann man sagen, schon fast ein VfL-Urgestein, wenn ich das so sagen darf. Du hast ja schon 5 Jahre hier gespielt, bist jetzt in deiner 6. Saison mit 2 Jahren Unterbrechung. Einmal von 16 bis 21, dann machst du 2 Jahre in Sandhausen. Vielleicht gucken wir einmal auf die 2 Jahre in Sandhausen. Was hat dich damals dazu bewogen zu wechseln und was nimmst du aus der Zeit aus Sandhausen vielleicht auch mit wieder hierher? Ja, was mich dazu bewogen hat, damals diesen Schritt zu gehen nach Sandhausen, war sicherlich dann auch der sportliche Reiz, weiterhin dann in der zweiten Bundesliga zu spielen. Ich glaube, jeder, der mich kennt, weiß, dass mir dieser Schritt dann damals auch trotzdem nicht leicht gefallen ist, weil ich noch lange dann auch überlegt habe, ob ich es mache. Im Nachhinein sage ich, aus jeder Zeit und aus jeder Station, die man dann auch mitnimmt, zieht man dann auch seine Lehren dann auch irgendwo und macht dann auch seine Erfahrung. Und ich glaube, es war eine sehr lehrreiche Zeit, diese 2 Jahre in einem anderen Umfeld, in einem anderen Verein und auch nochmal was anderes gesehen außerhalb vom Fußball. Dementsprechend kann ich nicht sagen, dass die Zeit so oder so war. Ich glaube, es war insgesamt schon etwas, woraus ich sehr, sehr viel ziehen kann. Und auf jeden Fall mit besserem Wetter in der Region. Das kann man, glaube ich, konstatieren als hier im Osnabrücker Bielefelde-Bereich, oder? Das kann ich sicherlich bestätigen, ja. Das Wetter war wirklich unglaublich dort. Ja. Auch wenn man jetzt außerhalb vom Fußball guckt, eine sehr schöne Region. Absolut. Mit Heidelberg und
ja, alles, was da dann noch so drumherum ist, ja, das war schon sehr, sehr gut. Sehr lebenswert, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Jetzt bist du ja wieder hier in Osnabrück, worüber wir natürlich sehr froh sind. Darf ich fragen, wie hast du dich wieder eingelebt in Osnabrück? Wie schnell und wie sehr? Ja, eingelebt habe ich mich relativ schnell. So viel hatte sich dann doch nicht verändert und vor allen Dingen, der Bezug zu Osnabrück ist ja auch immer geblieben. Ich meine, ich habe 5 Jahre hier dann damals schon gespielt und gelebt und habe damals dann sehr viele Kontakte hier auch geknüpft. Meine Freundin kommt hierher, deswegen waren wir auch immer mal wieder, mal mehr oder weniger dann hier in Osnabrück auch. Und deswegen ist diese Verbindung auch immer geblieben. Das ist auch gut so. Genau, jetzt haben wir dich hier wieder an der Bremer Brücke. Aber vielleicht für die, die dich also noch nicht so gut kennen, wie würdest du dich denn selber als Mensch, als Typ beschreiben, vielleicht auch außerhalb des Fußballplatzes? Was für Werte sind dir wichtig? Ja, ich glaube, wenn ich jetzt direkt mit den Werten anfange, ich glaube, mir ist sehr wichtig, dass man direkt ist, ehrlich ist. Und Loyalität ist mir auch sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, diese drei Dinge, die nehme ich mir auch in egal welchem Bereich auch mit, auf dem Platz und auch außerhalb des Platzes, ist mir das sehr wichtig. Und darüber hinaus ist natürlich auch wichtig, dass da auch nicht zu kurz kommt, dass man auch viel lacht. Man kann mit mir, glaube ich, auch viel Spaß haben, aber man kann mit mir auch ernst sprechen. Und ja, dieser Mix, ich glaube, ich bin ein Familienmensch, das kann ich schon von mir behaupten. Mir ist Familie sehr, sehr wichtig und packe ich dann auch ganz oben auf meine Liste, dass es allen gut geht in meinem Umfeld und das ist mir manchmal sogar ein bisschen lieber und da stelle ich meine persönlichen Befindlichkeiten dann auch irgendwo in den Hintergrund. Du sagst gerade deine Familie, wie würden deine Brüder dich beschreiben, welche Stärken und Schwächen hast du? Das müsstest du die fragen, du kennst sie ja. Ja. Aber was glaubst du, was würden sie sagen? Also ich könnte mir vorstellen, dass sie ähnlich, oder ich würde mir wünschen, dass sie ähnlich dann über mich denken wie ich selbst. Und ich glaube, das ist auch schon so, dass wir nicht nur Brüder sind. Ich glaube, wir sind auch schon sehr, sehr gute Freunde auch. Wenn nicht sogar halt beste Freunde. Natürlich darf man da auch meine Eltern und meine Freunde dann auch nicht vergessen. Wenn du jetzt mal so 10 Jahre weiter guckst, wo siehst du dich da? Vielleicht mit Anfang 40. Ja, so viele Gedanken habe ich mir dazu natürlich noch nicht gemacht, aber ja, mit Anfang 40, da wünscht man sich natürlich schon, irgendwo eine Familie gegründet zu haben, spätestens, ne? wahrscheinlich dann auch schon weitaus vorher. Irgendwo in einem Beruf zu sein, der mir Spaß macht, wo ich was gestalten kann, gerne auch im Fußball. Da hätte ich wohl sehr, sehr viel Freude dran, glaube ich. Aber es ist noch etwas dahin, weil ich möchte ja noch ein paar Jahre aktiv Fußball spielen. Das hoffen wir natürlich auch, dass du lange noch verletzungsfrei und gesund bleibst, dass du noch aktiv sein kannst natürlich. Du kennst es vielleicht schon aus den vergangenen Interviews der anderen Neuzugänge. Wir haben immer so eine Schnellfragerunde, auf die du gerne kurz antworten darfst. Ich behalte mir aber vor, auch nochmal nachzufragen, wenn es interessante Antworten sind. Fangen wir vielleicht mal mit dem Lieblingsurlaubsort an. Lieblingsurlaubsort, ja. Ich weiß gar nicht, ob ich einen Ort so beziffern kann. Aber wir waren letztes Jahr, also meine Freundin und ich, auf Sardinien. Das fanden wir sehr schön. Und ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass wir da auch nochmal irgendwann hinfliegen werden. Ansonsten bin ich auch sehr gerne in der Heimat von meinen Eltern. Ansonsten da, wo die Sonne scheint. Ich würde sagen, lieber Sonne als Schnee, dann nehme ich mal, höre ich da raus. Ja, ja, hat beides was. Ne? Ich glaube, das ist auch dem geschuldet, dass unsere Winterpause dann häufig auch sehr, sehr kurz ist, wo es sich dann für meine Begriffe dann auch nicht unbedingt lohnt, dann in Skiurlaub zu fahren oder so. Und Skiurlaub auch an sich ist ja auch immer so ein heikles Thema für Fußballer. Absolut, ja. Deswegen lasse ich jetzt noch so ein bisschen die Finger davon weg. Aber vielleicht dann nach der Karriere. Das ist eher Ski oder Snowboard, was glaubst du? Ich könnte mir schon vorstellen, Ski, obwohl ich es lange nicht mehr gemacht habe. Also irgendwann als Jugendlicher mit der Schule in Winterberg. Ja, ist ja nicht so weit von hier. Also
Snowboard bin ich noch nie gefahren, also von daher muss ich mal ausprobieren. Dann warten wir auf die Urlaubsbilder dann irgendwann in 10 Jahren nach der Karriere, wie du deine ersten Skilernversuche wieder aufnimmst. Sehr schön. Ja, vielleicht so zum Thema Freizeit. Was machst du so in der Freizeit, wenn du nicht Fußball spielst oder mit der Familie irgendwie unterwegs bist? Ja, also in meiner Freizeit, man glaubt es vielleicht kaum, aber ja, versuche ich mich schon viel weiterzubilden. Um auch diesen Schritt dann auch vorzubereiten, irgendwann nach der Karriere. Dann halt nicht einfach vor dem Auszustehen sozusagen, was mache ich jetzt, sich solche Fragen zu stellen, sondern möchte das schon gerne vorbereiten, dass ich dann irgendwann sagen kann, hier, das habe ich schon vorbereitet, das habe ich auf der Habenseite und dann halt bestenfalls nahtlos in die Arbeitswelt einzusteigen. Das heißt, du machst ein Fernstudium oder wie stellt? Ja. Ach so, ja genau. ich mache bei der IST in Düsseldorf, genau. Ja. Sportökonomie. Ach schön. Bin ich gerade dran. Ich habe auch schon ein paar Scheine da sozusagen, oder Diploma, wie man es nennt. Vorher schon Fußballmanagement gemacht. Ja, Fitnesstrainer. Habe ich auch eine Lizenz. Okay, das habe ich auch schon mal, das hattest du schon mal erzählt, dass du im Athletikbereich Fitnesstrainer auch schon einen Schein hast. Das habe ich gemeinsam mit Marc Heider und Konstantin Engel damals gemacht. Genau, das hast du auch schon auf der Habenseite. Also, ja, ob ich in dem Bereich später arbeiten werde, ich glaube eher nicht. Da interessiert mich dann schon eher der administrative Bereich. Aber ja, gucken wir mal. Aber für einen selber ist es vielleicht als Profi auch nicht schlecht, diese Kenntnisse zu haben im im Theoriebereich. Auf jeden Fall, klar. Das hat mir sehr, sehr viel geholfen. Auch damals schon. Ich meine, das ist sehr, sehr lange her. Ich glaube, 2017 haben wir das gemacht. Und ja, hilft auf jeden Fall dann auch, die Dinge zu verstehen, die man dann auch macht. Übungen zu verstehen, die man macht, für was die gut sind. Und ja, wir hatten auch im Bereich Ernährung damals. Das hat mir auch so ein bisschen die Augen geöffnet in jungen Jahren. Dementsprechend auf jeden Fall alles, was man macht, bringt einen auch weiter. Thema Ernährung ist ein gutes Stichwort. Gibt es ein Lieblingsessen, was du hast? Ich werde sehr, sehr gerne bekocht. Und alles schmeckt, was zu Hause gekocht wird. das hört deine Freundin jetzt sehr gerne. ich habe mir auch sagen lassen, ich bin auch ein guter Koch. Kommt ein bisschen zu kurz, muss ich zugeben. Aber vielleicht in Zukunft dann ein bisschen mehr. Ja, sehr, sehr gerne esse ich nach Spielen, wenn wir uns sehr, sehr verausgabt haben. Auch mal eine Pizza gönne ich mir dann. Das mag ich auch gerne. Aber ansonsten versuche ich schon da, mich sehr, sehr gesund zu ernähren. Also zu Hause wird auch gut gekocht und meistens auch immer darauf geachtet, dass wir viel Gemüsehaltiges essen. Zu uns nehmen und gesund. Das mit der Pizza hättest du jetzt auch nicht leugnen können, weil wir ja die gleiche Stammpizzeria haben, das dürfen wir jetzt erzählen, wo wir uns schon das eine oder andere Mal getroffen haben. Wobei ich auch weiß, dass du ab und an noch mal Salat da isst. Also das wird auch verraten, wenn der Trainer zuhört. Ne? Vor den Spielen zumindest. Was kochst du denn, wenn du selber kochst? Du sagst, du kochst gut. Was ist dein Leibspeisengericht, wenn du gut kochst? Da könnte ich jetzt gar nicht so ein bestimmtes Gericht sagen. Ich koche auch meistens so nach Gefühl. Sehr, sehr gerne und glaube, das kann ich auch ganz gut. Mache ich Gemüsepfanne mit Reis dann meistens zusammen. Ein bisschen Hähnchen dazu, wenn dann auch Fleisch sein muss oder Tofu. Ich glaube, das ist so ein Gericht, was ich ganz gut drauf habe. Dann gucken wir mal, du sagst gerade, in deiner Freizeit lernst du auch viel oder bildest dich weiter. Wenn du mal dich nicht weiterbildest, sondern wirklich mal entspannst und vielleicht auch nicht privat liest, also in der Freizeit liest, was guckst du denn für Serien oder guckst du überhaupt Fernsehen? Und wenn ja, ist es eher Netflix oder Prime? Was ist da dein Favorite? Was schaust du aktuell? Also ich gucke sehr, sehr viel Fußball, muss ich sagen. Also wirklich, kann man sich nicht vorstellen, alles, was gerade läuft, wenn es ein Tag ist, wo nur die polnische Liga spielt oder so. Dann gucke ich auch die polnische Liga. Also, aber man muss natürlich zu Hause dann immer auch einen Kompromiss finden. So ist es. Da läuft bei uns auch ab und zu mal Netflix oder Amazon Prime. Das entscheidet dann tatsächlich nicht ich. Das ist dann eher meine Partnerin. Da sind dann auch Serien mit bei. Aber es ist jetzt nicht unbedingt eine Serie gerade dabei, die ich verfolge. Okay. Meine Freundin hat da ein paar Serien, die sie guckt. Da gucke ich dann auch mit. So, auch wenn es dann vielleicht zusammenhanglos ist dann in dem Moment. Aber es geht ja auch dann manchmal auch um die gemeinsame Zeit und
ja, hin und wieder schmeißen wir auch einfach einen Film an. Ich bin eher der Filmetyp, dazu gesagt. Ja, so gestalten wir dann die TV. Die TV-Abende im Hause. Genau. Okay. Gibt es eine Lieblingseissorte, die du hast? Wenn wir jetzt mal über Nachtisch und nach dem Spiel mal Sündigen sprechen. Ja. Eine Kugel, zwei Kugeln? Gerne auch drei. Ich bin der Dreikugeltyp. Von allem etwas. Also wenn ich drei Kugeln zur Auswahl hätte, dann würde ich, glaube ich, Stracciatella, Schokolade und Erdbeer nehmen. Okay, also die klassischen Sorten, nichts Ausgefallenes. Ja, okay. Genau, schauen wir mal zurück auf vielleicht die Anfänge deiner Fußballkarriere. Was war denn das erste Fußballtrikot aber als Kind, was du besessen hast? Kannst du dich daran noch erinnern? Ja, das weiß ich natürlich. Das goldene Trikot vom FC Bayern München. Mhm. Hast du dir damals gewünscht oder war Bayern damals? Habe ich mir damals gewünscht und Bayern war auch so meine Lieblingsmannschaft. Das hat sich dann irgendwann so ein bisschen gewandelt. Mhm. Ich kann jetzt gar nicht sagen, dass ich Fan von der oder der Mannschaft bin. Mhm. Also es ist so, dass ich mich derzeit sehr freue, dass mal jemand anderes vorne ist in der Tabelle, in der Bundesliga, mit Bayer Leverkusen, und würde es denen auch sehr wünschen und gönnen, dass sie mal Meister werden und ihren Namen dann auch mal los sind, ne, mit Vizekusen. Vizekusen, genau. Und ja, auf internationaler Ebene freue ich mich immer, wenn eine deutsche Mannschaft so weit kommt wie möglich. So. Genau. Wenn du viel Fußball guckst, dann ja auch attraktiv in den internationalen Wettbewerben, dann, wenn auch deutsche Mannschaften dabei sind. Genau. Gibt es denn ein Stadion, also wenn du jetzt sagst, früher Bayern, dein Lieblingsverein, gibt es denn ein Stadion, den du immer schon mal spielen wolltest? Also wenn wir jetzt vielleicht international mal gucken, irgendein Wunschstadion, wo du sagst, boah, das wäre mein absoluter Traum, da mal als Spieler aufzulaufen. Ja, Liverpool hat halt immer so seinen Anreiz, ne? Anfield Road. Habe ich bisher noch nicht geschafft. Vielleicht irgendwann mal als Funktionär, keine Ahnung. Mal gucken. Man muss ja auch noch Träume haben, ne? Und wir haben ja eben über die Division in 10 Jahren gesprochen und dann vielleicht das Funktionär an der Seitenlinie oder hinter der Trainerbank. Ja, Seitenlinie weiß ich nicht, aber also an der gucken wir mal. Seitenlinie vielleicht nicht als Trainer oder hinter der Trainerbank. Das werden wir auf jeden Fall verfolgen. Ja, dann haben wir auf jeden Fall, lieber Baschi, wenn ich das sagen darf, heute sehr, sehr viel nochmal über dich Persönliches erfahren. Ich danke dir ganz herzlich für die Zeit, die du dir genommen hast. Gerne. Ich wünsche dir natürlich eine weitere verletzungsfreie Saison und einen guten Saisonendspurt. Euch ein erfolgreiches Spiel am Sonntag gegen Greuther Fürth hier an der Bremer Brücke, liebe VfL-Fans. Das war unser Neuzugang-Interview mit Baschi Aydini hier aus der R. Timpe Kaffee-Lounge an der Bremer Brücke.